Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal Chefkoch Gürki. Heute zeige ich euch İskender. Das ist meiner Meinung nach das beste türkische Gericht, was mit Dönerfleisch ist. Seid gespannt! Freut euch drauf! Bis gleich! Kommen wir zu den Zutaten. Und zwar koche ich heute für 4 Personen. Das heißt, wir brauchen 1 Kilo fein geschnittenes Kalbsfleisch. Und zwar habe ich das bei meiner Fleischerei, dort wo ich immer einkaufe, allgemein alle Produkte kaufe, beim sehr guten Bro, und zwar der Wahib. Da danke ich dir dafür. Deine Fleischerei und dein Service im Laden ist top. Und zwar brauchen wir dann 3 bis 4 Tomaten, geschält und sehr fein gehackt in kleine Würfel. Dazu Pfeffer und Salz. Für unser fein geschnittenes Kalbsfleisch Dönergewürz. Dann eine grüne Peperoni oder 2, je nachdem. Tomatenmark und Paprikamark. Eine geriebene Zwiebel. Fladenbrot. Einfach in mundgerechte Würfel schneiden. Ganz normaler Joghurt. Und für den Joghurt dann später Knoblauch mit Zitrone. Das war's soweit. Ich beginne erst mit unserer Joghurtsoße und mache eigentlich alles rein. Ganzer halber Kilo. Dazu kommt unser zerkleinerter Knoblauch und unsere Zitrone, die ich da reingepresst habe, mit hinein. Und gut verrühren. Pfeffer und ein bisschen Salz. Das war es eigentlich auch schon für unsere Joghurtsoße. Als nächstes kommen wir zu unserer Tomatensoße. Dann werden wir da ein bisschen Butter mit reinschneiden. Jetzt werden wir unsere Zwiebeln anschwitzen. Währenddessen werden wir unser Brot anrösten. Dazu brauchen wir ein bisschen Öl. Warten wir kurz, bis das Öl heiß ist, und dann werden wir unsere Fladenbrotwürfelchen schön knusprig braten. Jetzt können wir sie reinkippen. Hier können wir jetzt unsere Tomaten dazugeben, die wir geschält haben und dann sehr klein gewürfelt haben. Komplett rein. Unsere Brote ab und zu wenden. Nicht, dass uns verbrennen. Ich mache mal ein bisschen weniger Hitze. Da ich eine schön große Pfanne habe, kann ich auch sehr viel reinmachen. So, das sieht schon mal sehr gut aus hier im Topf, unsere Tomatensoße. Jetzt werde ich unsere Paprika dazugeben. Super. Und rühren. Dazu Pfeffer und Salz schnell. Und danach werde ich unser Tomatenmark mit einem Gläschen Wasser anrühren und mit hineingeben. Jetzt werde ich hier einen Schuss Wasser mit reinmachen. Also halb voll, und danach werde ich es rühren und dann mit in den Topf geben. So, wie ihr sehen könnt, ganz leicht rühren, damit sich das ein bisschen löst. Hier drin ist 1 Löffel Paprikamark, 1 Löffel Tomatenmark. Das ist für die Konsistenz von der Soße und natürlich für den Geschmack. Den gebe ich jetzt so direkt mit in den Topf. Hier
Jetzt kann ich eigentlich auch schon einen Schneebesen nehmen. Unser Brot nicht vergessen. Und jetzt werden wir es so lange kochen und rühren, bis unsere Konsistenz erreicht ist, damit wir das später auf unser Iskender kippen können. So, unser Brot ist soweit fertig. Können wir gleich zur Seite stellen. Sehr knusprig, wie man hört. Schmeckt Hammer. Jetzt werden wir unser Fleisch anbraten. Unser Fleisch sieht mega aus. Kann man das erkennen? Lecker, oder? Es duftet extrem lecker, richtig nach Döner, durch das gute Gewürz, was ich gekauft habe. Und schön dünn geschnittene Scheiben, die extra für mich angefertigt haben. Also auf jeden Fall Respekt erstmal dafür. Und umso besser wird das Gericht mir nachher schmecken beim Test. Soweit ist alles fertig. Jetzt werde ich nur noch unsere Butter erhitzen, die als letztes ganz oben drauf gegossen wird. Das machen wir jetzt schnell und danach richtig an. Und dann kommt unser Geschmackstest. Als erstes hatten wir unsere Fladenbrotwürfel angebraten. Die sind jetzt getrocknet und extrem knusprig. Ja, man hört's. Und hierauf werden wir jetzt unser Fleisch geben. Schön verteilen. Der nächste Schritt ist unser Joghurt. Unsere Joghurtsoße mit Knoblauch, Zitrone, Pfeffer und Salz. Als nächstes unsere heiße Tomaten-Paprikasoße. Die kommt auf den Joghurt. Wie es an den Seiten fließt, das sieht mega aus. Und zu guter Letzt kommt unsere heiße Butter drüber. Sag mal so, schön verteilt, 2 Löffel. Kommen wir wie immer zum Geschmackstest. So, ich wiederhole, wir haben Fladenbrot klein gewürfelt und angebraten. Kalt gestellt auf den Teller. Dann haben wir unsere Joghurtsoße mit Knoblauch und Zitrone, Pfeffer, Salz angemischt. Dann haben wir unsere Tomatensoße mit klein gewürfelten Tomaten, klein fein geschnittener Paprika. Eine ganze geriebene Zwiebel in der Reibe, schön angebraten, Pfeffer, Salz dazu, dann haben wir es kochen lassen. Und jetzt werde ich es probieren. So, jetzt zeige ich es euch nochmal. Vielleicht dampft es noch ein bisschen, weil es jetzt schon ein bisschen gestanden hat. Also man sieht schön die Schichten, hoffentlich kann man es gut erkennen. Und freue mich jetzt aufs Probieren. Direkt von der Mitte, so macht man es. So hat man Dönerfleisch, Soße, Fladenbrot. So. Guten Appetit. Ihr wisst gar nicht, wie lecker die Kombination zwischen Joghurt und Tomatensoße ist. Und Fleisch. Mega. Das war's. Ich hoffe, ihr macht's nach und werdet etwas. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns nächste Woche Freitag um 19:45 Uhr wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Peace!